Moin, meine Lieben, es ist wieder soweit, es ist Mordor-Zeit. Ja, ich hatte jetzt eine kleine Pause von Mordor, war auch okay soweit, ich habe viele andere Sachen geschafft und jetzt geht's, ups, das ist ganz stillos, so ist das stilvoll. Jetzt geht's weiter, wir hatten ja in der letzten Folge fies versagt bei dem Askrom, beziehungsweise versagt, es war halt voll der kranke Fight. Wo dann dieser blöde Bogenschütze von oben mit den Feuerpfeilen uns noch böse Feuer unterm Arsch gemacht hat. Und jetzt machen wir zuerst das Duell hier von irgendwelchen zwei Ork-Fuzzis. Und dann gehen wir hier, ich zeige euch das mal kurz, gehen wir hier so langsam hoch Richtung Schreihals Asgrom, der alte Lamm. Und da ist auch noch Grublik zu unserer Verfügung. Na gut, auf jeden Fall gehen wir jetzt so langsam dann hier hoch und machen den Asgrom klar. Aber zuerst, ich habe lange nicht gespielt, starten wir doch direkt mal mit dem Duell. Warum nicht? Uruks bekämpfen sich einander auf den Tod, um ihren Mut unter Beweis zu stellen. Blablabla. Okay, Klumpkopf und der Ringer. Ach, den Ringer, den kenne ich auch noch. Okay, legendärer Hauptmann gegen Elite-Hauptmann. Ich würde mal sagen, der Klumpkopf ist auf jeden Fall krasser. Aber im Endeffekt wollen wir eh beide haben. Niedere Magen ist nichts im Vergleich zu mir und meinen Uruks. Du bist ein Nichts gegen mich. Oh, der sieht aber echt aus wie eine Made. Mann, Mann, Mann. Okay, haben wir irgendwas, was wir explodieren lassen können? Oder so? Oh, guck mal, wir haben auf jeden Fall und Karagor. Den holen wir schon mal raus. Haben wir sonst irgendwas? Not so really. Dann machen wir mal ein paar von denen weg. Schildträger und Berserker. Da hinten ist ein Speerwerfer. So. Okay, der Rest sollte relativ geschmeidig gehen. Hoffen wir es mal. Ich sehe schon kommen, dass ich wieder den Mund ein bisschen zu voll genommen habe. Er riecht wieder etwas. Ich sehe nichts wegen dem Busch. Aber ist das klasse. So kennt und liebt man es doch. Zack, direkt ein Berserker weg. Okay. So, die duellieren sich da hinten noch fein. Sollen sie machen. Und fucken die uns wenigstens nicht ab. Ist ja auch cool. Jo, der nächste bitte. Ach, der Ringer ist schon weg. Okay. Damit hätte ich jetzt auch gerechnet. Er war eindeutig der Schwächere von beiden. Ja, komm, Duell gelöst. Ist klar. Der Klumpkopf, der liegt jetzt auch gleich im Dreck. Mach dir da mal keine Sorgen. Bah, was hat denn der da an seiner Waffe? Die trieft ja noch vor Blut. Ist das von dem... wie hieß er jetzt? Von dem Ringer. Scott der Ringer oder so. Scotty! Scotty der alte Ringer. Oh, jetzt ist die Trefferserie weg. Naja. Ups, ich wollte eigentlich... Ah, es klappt nicht. Ich krieg jetzt aufs Maul. Okay, erst müssen die beiden hier weg. Zumindest so ein bisschen weg. So, jetzt komm her, mein Freund. Du wirst jetzt schön übernommen. Dich können wir gut gebrauchen. Nee, aufzehren nicht. Ja. Schlag in den Rücken, ne? Das können sie, die Orks. Wofür mehr reicht's nicht. So, einmal aufsammeln. Ah, oh, das ist aber doch auch. Der sieht auch aus wie ein Boss. Naja, Tatsache. Goffel. Ach, der Goffel. Blitzschnell davon gerannt, Junge. Ich kann mir blitzschnell die Gedärme aus dem Bauch holen. Was hältst du davon? Kennst du den schon? Und ihr kennt ihr den schon? Oh, beide wäre cool gewesen. Theoretisch hätte er jetzt echt beide mit einem Schlag machen können. Aber Spiel sagt halt nein. Ah, jetzt hilft er uns direkt. Ja, komm. Nein! Ah, fuck. Nur weil da wieder irgendwelche Trottel in den Weg kommen hier. Mist, ich wollte eigentlich einen von den Lobobs hier executen. Oh, weg! Boah, okay. Ja, man kann ihn auf jeden Fall nicht überspringen. Ey, kannst du mir mal aufhören, auf den Sack zu gehen, Mann? Ich wollte den nicht executen. Der soll ja überleben. Ich will den übernehmen.
So, jetzt aber. Komm her, Junge. Komm her. Die beiden anderen liegen da hinten im Dreck. So, und jetzt euch noch. Tschö. Ups. Wie sie uns helfen, ich finde das echt gut, ne? Ja, ist schon geil gemacht. So. Du bist auch weg. Jetzt sind da oben noch die Sklaven verfügbar, aber gut. Ja, gerade nicht so. Beherrschen? Müssen wir das machen? Ich glaube ja, ne? Ah, den würde ich ja nicht auf die Seite packen, ne? Das ist ja echt ekelhaft. Bah. So. Initiierung. Neuer Machtkampf. Oh, jetzt ist der da unten. Willst du mich eigentlich verarschen? Hm. Okay, der andere. Wo ist der jetzt hin? Der läuft da. Den nehmen wir uns direkt... Bam! Den nehmen wir uns direkt für irgendeinen anderen Häuptling. Weil ich denke mal, den einen Kollegen da, den schaffen wir dann am Ende auch noch so. Shaka der Stachel, ja komm, nehmen wir den. Okay, der hat ja jetzt auch einen Machtkampf, der ist da unten. Warte, nimm den nochmal, wirf den doch nicht direkt weg, was? Achso, der ist direkt, okay, ich verstehe. Da hätte ich gerne eigentlich noch ein paar Informationen da entlockt, dem alten Sack. Greife Amuk der Tollkühne bei seinem Versuch, eine Vorzeit zu rekrutieren. Okay, wir müssten halt jetzt eigentlich erst noch da unten hin. Da habe ich aber jetzt keinen Bock drauf. Da habe ich echt keinen Bock drauf. Ich glaube, ich gehe direkt hier hoch. Beziehungsweise zuerst noch hier die Rekrutierung. Und dann zum Schreihals. Der wird jetzt klar gemacht. Da wird jetzt nicht lang gefackelt. Nach dieser erbärmlichen Niederlage. Na, willst du, ja. Klar, dass er sich da nicht durchquetschen kann. Der ist zu fett, der alte Dalion. Der ist zu fett. Können wir ein bisschen mehr Orkschlachten gehen, damit er mal ein paar Kilo abnimmt hier. So, hier sind jetzt die Ausgestoßenen, oder beziehungsweise halt Sklaven. Naja. Ne. So, Rekrutierung. Michelich, sorgen Sie nicht zu schwächen. Ja, okay, wissen wir ja alles. Er ist es, mit zwei Äxten, okay. Direkt neben dem Fass, finde ich gar nicht so schlecht. Der hat auch ein paar schicke Piercings auf jeden Fall gehabt. So, kommen wir da direkt. Wunderbar. Wow, das hat gut reingehauen. Das hat richtig gut reingehauen. So. Fangen wir mit dir doch mal an, mein Lieber. Und danach deinen kleinen Freund hier. Na komm, müssen wir den echt überspringen. Ganz schön viele Schildträger habt ihr hier, Leute. Mein erster Befehl an diese neuen Rekruten. Geht hin und bespuckt seine Leiche. Die können ja mal was in den Hintern schieben. Was hältst du denn davon? Komm, Schildträger weg, die nerven nur rum. Oh, ich sehe schon. Ich sehe schon, was da angeflogen kommt alles. Ach du heilige Scheiße. Ach du Heilige. Mit Alarm und allem drum und dran. Volle Packung wieder. Ja, geil. Ist ja nicht so, als hätte ich irgendwie seit 3 Wochen kein Motor mehr gezogen. Ah, gut. Kriegen wir schon gewuppt. Gewuppt, wollte ich sagen. Gewuppt. Ich hoffe nur, das hört doch irgendwann mal auf. Weil ich meine, wir können zwar hier immer weitermachen. Aber ich wollte die Ulti jetzt. Ist sie an? Ja. Oder? Nee, ist sie nicht. Ist sie jetzt an? Ja. Wir können hier zwar jetzt immer weiter schnetzeln, aber das ist ja auch nicht der Sinn der Sache. Die Orks, die hören ja irgendwie nicht auf, der hier anzukommen. Ja, oder du flehst um Gnade, mein Freund. Aber du wirst, glaube ich, gleich auch begnadigt. Die kann man nämlich auch ganz gut gebrauchen. Boah, wie wir uns hier durchschnetzeln, ne? Ich finde das immer wieder gut. Immer wieder. Macht's einfach Bock. Rolle links, rolle rechts, execute, bam.
So, noch einer ohne Fahrschein. Wer bist du denn? Zeit, dass wir dich ausbluten lassen. Ja, komm, laber nicht so viel rum, Alter. So, hier der. Oh, da haben sie wieder Horn geblasen. Haben sie geblasen, Ah, wird denen auch nicht mehr helfen. Hä? Wie, haut der ab? Wie, geflogen. Sowas liebe ich ja immer, ne? Wenn diese ich sag's jetzt nicht. Diese kleinen eierlosen Orks, ey. Ach komm, verpiss dich, Junge. Lass mich hier durch, ey. Ich will den Doof da hinten jetzt haben. Wenn ich dafür in die ganze Festung muss. Entkommen. Entkommen. Sehen wir den noch? Da hinten läuft er. Nee, das ist ein anderer. Ach, scheiße. Ach, nehmen wir halt ihn, ey. Scheiße, ey. Ich hasse das. Oh, das war aber echt eine schlaue Ansage. Mensch. Hast du dafür einen Oscar gewonnen, oder was? Kleiner Lappen, ey. Komm, hier, gönn dir das mal. Der älteste Trick der Welt funktioniert bei dir aber ganz gut. Ich habe mir einen guten Kampf erhofft. Oh, okay. Weil er jetzt quasi schon besiegt war. Wow, nein! Nein, was ist das für eine Verarsche? Ich war noch voll geschockt, dass das jetzt nicht so... Ah. Ja, ja, komm, ey. Quatsch, keine Opa, Junge. So, ich habe gehört, ihr haut jetzt entsetzt ab vor lauter Furcht, ja? So, da gibt's direkt mal hier weiter Schnetzel-Action. Ah, ich sehe schon, ich muss wieder Heal finden, ne? Scheiße. Ich habe unten auf die Map geguckt, ob irgendwo Heal ist. Vielleicht bekommen wir noch eine Chance. Wow, war das knapp. Nice. Okay, er hat wieder volles Leben. Wie ich das gehört, ne? Für einen vernünftigen Ork. Ach komm, das ist mir zu blöd mit euch hier. Gib mir mal nicht auf den Sack jetzt. Ey, wo kommen die eigentlich alle wieder her? Die vermehren sich schlimmer als so blöde Karnickel, weißt du? Ja, dabei hast du so eine scharfe Klinge. Du hast einen kleinen Penis, Junge. Das hast du. So, einmal. Viel Spaß damit. Ich hole mir hier hinten mal gerade den Heal. Dann können wir gerne weiterspielen. Nur bevor ich jetzt nachher wieder bereue, was ich hier tue, mache ich es hier direkt safe. Ach, er hat sogar Furcht vor Karagor. Ja, komm, verpiss dich doch. Hau doch ab. So, wo ist denn der Heal? Echt da unten. Wirklich. Oh Mann. Ja, komm. Ja, hurra, hurra, er ist entkommen, der Spasti, ey. Ich bin heute ein wenig. ein wenig salty, wie man vielleicht merkt. Hier einmal hoch. Ja, Alter, Talion. Willst du mich eigentlich komplett verarschen? Geh da hoch. Die Bleichhaut ist längst weg. Ah, kennst du den schon? Oh, hi. So. Ja, okay, jetzt haben wir keinen von den beiden geholt. ja, wenn das mal nicht erfolgreich war. Okay, dann gehen wir jetzt hier unten hin. Dafür porte ich mich aber gerade hier hin, damit ich nicht wieder durch die ganzen Trottel da durch muss. So. Na komm. Ach, ist der eine abgehauen und der andere. Ich dachte, den können wir. Ich dachte, den könnten wir übernehmen, aber der hasst Niederlagen. Und dann, ja. Ist er da mal kurz eskaliert mit der Niederlage. Und dann war das Thema auch durch. Naja. Die fliehen ja auch nur, ne? Das sind ja nur Lappen. Die kriegen ja nichts dazu, irgendwie an Machtpunkten oder so. Die haben einfach nur Angst vor unserem starken Gemächt. So. Hier, Schreihals, komm. Ach, er ist ja gar nicht der Schreihals, ne? Der will ihn übernehmen, dass er Schreihals. Lass diesen Uruk schreien und sein Meister wird antworten. Warte mal ab, wie der schreien würde, Junge. Boah. Da wird richtig Party gehen gleich. Ich hab richtig Bock, die alle fertig zu machen. Ich muss aber mal gerade hier weg jetzt, wenn da ein Karagor kommt.
Wie, der Grabwander kann unmöglich einen Hammer getötet haben. Ich kann ihm meinen Hammer mal zeigen, mein Freund. Was hältst du davon? Gay Brandmarkt. Ist hier sonst noch einer? Ah, da hinten. Oh, und ich schleiche hier noch immer rum. Komm her, Junge. So, einmal geht jemand. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Wo ist denn der, den wir schreien lassen sollen? Da hinten. Ui, das war weit weg. Ach, guck mal, das ist doch ein Köder. Das ist doch nice. Das ist doch nice. Nice. War es noch irgendwas, das wir hier, außer den Fliegen da? Not so really, oder? Nee. Kann man eigentlich mal so hier durchgehen, dann sehen wir das ja auch. Da ist was zum Explodieren. Da auch. Da heizt der Karagor durch die Gegend, oder beide sogar. Oh, das ist ja nett. Soll ich die noch übernehmen? Ah, eigentlich unnötig. Die machen da ja genug Party. Hier hinten war doch auch noch irgendwas. Ist da einer drin? Da sieht nicht so aus, als ob da einer drin ist. Gucken wir mal. No, ist keiner drin. Okay. Dann würde ich mich jetzt mal ganz gerne hier dran hängen. Ja. Nee, so nicht. Talion, so nicht. Nein. Da, ja, genau. Und jetzt hoch. Ja, du bist doch ein lecker Kerlchen. So, wie locken wir hier denn jetzt mal an? Herr mit dem Schild. Lieber Herr mit dem Schild. Lieber Herr Gesangsverein. Wieso kriege ich den jetzt nicht? Ich krieg nur den doof da rechts angetargetet. Wieder runter. Ja, kriege ich den jetzt da hinten mit dem Schild? Ach komm, leck mich doch. Ach komm, leck mich doch komplett, weißt du was? So. Viel Spaß damit. Und du. Ey! Gute Frage. Ich weiß nicht, warst du bereit? So, die Karagor räumen dann auch immer auf. Drei sind es auch mittlerweile schon. Naja, bei dem Köder kommen wir manchmal mehr als einer. Ich hoffe nur, dass der Schreuhölz da hinten überlebt. Oh ne, das sieht nicht gut aus. Oh ne, oh, oh. Der wird nicht lange machen, habe ich das Gefühl. Scheiße, der muss überleben. Der muss überleben. So, ich will einen Karagor. Ich will einen Karagor. Ich will einen Karagor. Danke. Numero uno. Dann muss ich immer schnell wieder weg. Dann hätte ich eigentlich ganz gern den auch noch. Kann das im Zweifelsfall auch bestimmt beim Boss irgendwie nützlich sein. Ja, runter. Und jetzt kommst du her, mein Freund. Ey, Spiel. Ey, Spiel. Ey, weißt du, genau da, als ich ihn gerade packen will, muss der doof noch verrecken. Hier, du kriegst die Rache jetzt richtig. Ich krieg den Controller so richtig. So. So eine Scheiße, ey. Immer wieder derselbe Wichs mit denen. Jetzt darf ich wieder da runter. Das machen wir jetzt aber in der Folge noch, sonst haben wir ja gar nichts gemacht. Nur die halt ein bisschen länger. Was für eine Scheiße. Nur weil der doof da sterben muss, ey. Wow. Aber fangen wir erstmal hiermit wieder an. Ist ja was ganz was Neues. Na, so. Dann lassen wir den noch raus. Huch, ich wollte rauslassen. So. Rip, 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 rip. Guten Tag, der Herr. Ich verliere nie. Das sehe ich. Nur kannst du viel Spaß da mit dem Karagor haben. Interessiert mich nämlich einen Furz. Nicht mal einen feuchten, sondern einfach nur einen trockenen. So, jetzt, komm. Lass diesen Uruk schreien und sein Meister wird antworten. Weißt du, dass man auch nur diesen einen Uruk schreien lassen kann? Was ist das eigentlich für eine Logik? Man kann doch jeden x-beliebigen nehmen, die gehören doch alle zu dem Doof.
recht. Ja, ja. So. Das hört sich nicht gut. Hä? Ja, okay, der ist weg. Och, was Verstärkung, Junge. Glaubst du wohl selber nicht. Was denkst du denn, wo du hier bist? Ich glaube, ich rieche etwas. So, du kriegst auch direkt die volle Packung in die Fresse. Zack. Da haben wir nochmal was. Können wir hier auch einmal fliegen. Komm, machen wir einmal alles hier. Was soll es denn? Was soll der Geiz? So, und dann... jetzt darüber. Und da muss ich aber da ankommen, bevor hier wieder Land unter ist und die Hälfte der Orks verreckt. Wenn der Talon hier nicht wieder so eine Scheiße macht und wieder genau dahin geht, wo er nicht soll. So, komm direkt hoch. Direkt hoch. Direkt hier einmal exploden. Zack. Ja, echt jetzt. Echt jetzt. Da. Man muss genau auf die Spitze des Feuers treffen, sonst explodiert das natürlich nicht. Was willst du denn? Verstärkung rufen. Ich glaube, dir geht's zu gut, Junge. Ja, will noch einer? Ja, komm, soll er machen. Ich habe keine Zeit, mich mit euch aufzuhalten hier, ihr Affen. Kommt eh gleich der Boss und dann ist eh wieder alles hier komplett chaotisch. Da haben wir doch was. Ich hoffe nur, der überlebt das. Bitte überlebt's. Das sieht gut aus. Sieht so aus, als ob es überlebt. Hier, den nehmen wir auch. Hä? Ich habe doch drauf geschossen. Ah doch, er fällt. Er fällt. Okay. Können wir hier noch einmal die Fliegen mitnehmen? Von wo kam das denn jetzt? So. Oh nein, der ist schon wieder gegen Karagor am Kämpfen da hinten. Oh, hier sind aber ganz schön viele Karagor jetzt auch, ne? Das ist nicht so unbedingt geil. Vielleicht habe ich es ein bisschen übertrieben. Ey, wenn das jetzt wohl wieder ist, ne? Das darf nicht. Das darf einfach nicht. Komm, ihr seid doch alle beschäftigt mit den Karagor. Gebt mir mal aus dem Weg. Ah, der liegt da schon am Boden. Scheiße, jetzt komme ich da nicht dran an den Spacko, ey. Ja, gib mir voll die Breitseite mit deinem hässlichen Ding da, ey. Gib mir die Breitseite mit deinem hässlichen Ding. Nein, gegen den will ich ja eigentlich gar nicht kämpfen, Mann. Oh, Leute, ich sehe wieder Chaos. Aber eigentlich muss ich jetzt nur hier die Typen... Wie, sein Kopf ist ab. Echt jetzt? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Boah, doppelt ausweichen, dreifach ausweichen. Hier ist wieder echt Party angesagt. Komm, greif den... Alter! Ich will den doch nur greifen! Okay, aber der Karagor ist dort. Oder alle, die hier oben waren. Dann hole ich ihm gerade den Heal hier hinten noch. Und dann gehe ich... Wow. Wow, ob man da stirbt, wenn man da runterfällt. Bestimmt. Und dann gehe ich mir hier hinten noch gerade den Heal holen. Und dann... packen wir uns den Lappen. Ah, da oben ist auch noch... Ist das ein Ichthiel-Ding? Nee. Was ist das nochmal? Ach, Artefakte, ne? Diese Symbole sind, glaube ich, Artefakte. Ui, was haben wir denn hier für eine Versammlung? Elbengeschosse benötigt. Ja, ja. Ja, ja, nächstes Mal. Nächstes Mal bestell ich dir viele Grüße von deiner Mutter. So. Einmal. Der hat... Ach so, ich habe den wahrscheinlich irgendwie am Arm getroffen oder so ein Scheiß. So, jetzt ist er alleine. Nein! Wow. Ach, eins gegen eins traut ihr euch doch eh nicht, ey. Was ist eigentlich dein Problem, Junge? Komm her. Na, ihr könnt ja gerne kommen. Oh nein. Yo, jetzt kommen sie wieder alle und ich kann hier nicht weg. Ich kann hier nicht mal weg. Oh, oh, oh. Oh, wie mich das nervt. Wie mich das nervt. Es kann man sich echt nicht vorstellen. Seht ihr hier? Ja, schon. Nee, doch nicht. Also halb, ne? Junge. Okay, das wird echt zu lang. Ihr seht ja, was das für ein Chaos ist. Und ich bin schon echt nicht gerade schlecht im Spiel. Naja. Wir müssen in der nächsten Folge weitermachen, sonst klappt das definitiv nicht. Ich muss mich mal gerade hier hängen lassen. Sonst sehen die mich alle noch. So. Okay, dann vielen Dank fürs Zuschauen. In der nächsten Folge
machen wir das dann mal klar irgendwie, hoffe ich. Okay, die hauen wieder alle ab. Ich muss den nur irgendwie kriegen, ohne dass der Rest das mitkriegt. Na, mal gucken. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge. Haut rein und macht's gut!